Wir sollen nicht vergessen werden. Sid, habt ihr einen Moment? Natürlich. Ich fühle mich geehrt, mit euch zu sprechen. Mein Name ist Hermann. Ich bin seit einiger Zeit bei den Fluchbrechern und... Bitte schickt mich nach Ashra. Egal mit welcher Aufgabe. Nein. Die Gebiete jenseits der Enge sind zu gefährlich. Ohne guten Grund soll niemand unnötig sein Leben riskieren. Warum willst du dorthin? Um etwas zu holen. Etwas Wichtiges. Ich wuchs in einem Waisenhaus auf. Dem Badbach-Konservatorium. Oder vielmehr war ich einer der Gefangenen dort. Badbach war kein Ort der Fürsorge. Das Institut diente einzig dazu, Trägerkinder zu willenlosen Waffen zu machen. Wir wurden so lange gequält, bis wir keinen Schmerz mehr spürten. Und unsere Herzen zu Stein wurden. Nur wenige überlebten lange genug, um mörderische Werkzeuge des letzten Königs zu werden. Das ist ja schrecklich. Ich habe so viele Freunde verloren. Mir fallen nicht mal mehr all ihre Namen ein. So viele waren es. Aber jemand muss sich an sie erinnern. Sie dürfen nicht einfach in Vergessenheit geraten. Im Institut geschah alles mit militärischer Präzision. Jedes Kind wurde vermessen, jeder Name erfasst. Jeden Todesfall hat man akribisch protokolliert. Sid, erlaubt mir, nach Ashra zu reisen und das Register des Hauses zu bergen, damit die Erinnerung an meine Brüder und Schwestern weiterleben kann. Ich verstehe dich gut, Hermann. Trotzdem bleibt es dabei, dass Ashra zu gefährlich ist. Sid, bitte. Selbst wenn es meinen Tod bedeutet. Zu gefährlich für dich, Hermann. Aber nicht für mich. Ich werde dir das Register bringen. Seid ihr sicher? Du sollst nicht dein Leben dafür riskieren müssen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Du kannst mir erstmal sagen, wo das Waisenhaus ist. In Wiedergräß. Versteckt in einem Wald. Auf einem Hügel. Gut. Ich werde sehen, was ich dort finden kann. Mögen die Mütter euch leiten. Gut so. Zurück in den Stall, Mädchen. Das muss das Waisenhaus sein. Hoffentlich ist das Register noch da.
Konditionierung. Das ist schlichtweg Folter. Hermann hat nicht übertrieben. Ein Wunder, dass er überlebt hat. Wo ist dieses Register? Das ist ein Abschiedsbrief. Liegt er wirklich dort begraben? Das werde ich gleich herausfinden. Eine weiße Baumgabel. Hier muss es sein. Hat er seinen Plan wirklich in die Tat umgesetzt? Da steckt was zwischen den Wurzeln. Mal sehen. Das muss das Register sein. So viele Namen. Dieser Ort war ein Schlachthaus. Aber wo liegt der Schöpfer all dieses Elends? Das war ja nur eine Frage der Zeit. Jetzt weg hier. Hermann wartet schon lange genug.
Wart ihr bereits in Ashra, Sid? Falls ja, habt ihr die Namen meiner toten Freunde gefunden? Ja, ich glaube schon. Dürfte ich sie sehen? Das Trägerregister. Der Direktor war ein grausamer Mann. Am Ende hat er bekommen, was er verdiente. Außer dem Register habe ich nichts gefunden. Weder eine Spur zu seiner Leiche, noch Hinweise darauf, was mit den übrigen Kindern geschehen ist. Ich bete, dass wenigstens ein paar überlebt haben. Die Namen der Gestorbenen. Sie sind alle hier. Meine Freunde. Meine Lichter in dunklen Zeiten. Ich sehe ihre Gesichter noch vor mir. Als wäre es gestern gewesen. Kinder, die morgens aus ihren Betten geholt wurden und nie zurückkehrten. Niemals gab es eine Erklärung. Es würde sie freuen, dass du es geschafft hast, Hermann. Aber warum habe nur ich überlebt, wo doch so viele an jenem Ort umgekommen sind? Gib dir nicht die Schuld dafür. Das wird sie nicht wieder zurückbringen. Halte ihr Andenken in Ehren. Trage die Verlorenen in dir. Wenn du das tust, sind sie nie wirklich weg. Danke, Sid. Ich werde ein Buch schreiben. Einen Bericht über die Schrecken von Badbach und die Stärke derjenigen, die dort gebrochen werden sollten. Ganz Valisthea wird von unserem Schmerz erfahren. Auf ihren Namen schwöre ich, nicht zuzulassen, dass so etwas wieder vorkommt. Das schwöre ich auch. Ohne euch wären diese Aufzeichnungen für immer dort begraben geblieben. Danke. Meinst du, Sid hat Zeit, uns von Ashra zu erzählen? Man kann über sie sagen, was man will. Aber Charon... Willst du was schmieden? Kannst mir später danken. War's das? Gut. Thank you.
Joshua sorgt sich also um Jill. Ich sollte mal mit ihm reden. Joshua, wegen Jill. Ich glaube, du hast recht. Sie benimmt sich anders, seit wir von Drachengrad zurück sind. Ganz anders als früher. Und es dürfte nicht schwer zu erraten sein, warum. Sie denkt, dass sie uns keine Hilfe mehr ist. Und deshalb müssen wir sie daran erinnern, dass sie noch immer zu uns gehört. Daran, wie dringend wir sie hier brauchen. Jetzt mehr denn je, dass du sie noch brauchst. Die Frage ist, wie? Als ich klein war, wusste ich besser, was sie aufheitert. Das ist es. Erinnerst du dich an damals, als wir Vater auf seinem Ausritt begleitet haben? Als Jill und ich ausgeschert und auf die Manhöhe geritten sind? Ihr wolltet die Schneeastern sehen, das weiß ich noch. Es war das erste Mal, dass wir mitkommen durften. Als Vater merkte, dass ihr weg wart, scheuchte er sein gesamtes Gefolge durch die Landschaft, um euch zu suchen. Im Regen. Und dann kam dieses Gewitter und wir mussten uns im Wald unterstellen. Irgendwo auf halber Strecke. Gefunden hat uns dann der Herr Kommandant höchstpersönlich. Er war nicht gerade begeistert. Das heißt, ihr wart nie wirklich da und könntet das jetzt nachholen. Oh, ja. Weit wäre es nicht. Na dann. Auch wenn die Mennhöhe sich sicher verändert hat. Nicht viel von Südrosaria ist heute noch so wie damals. Du meinst, ich soll erst nachsehen, ob dort Banditen sind? Ich meinte, wir könnten zuerst nachsehen, ob dort überhaupt noch Schneeastern wachsen. Was würdest du nur ohne mich machen? Wir sind da, aber... Es tut mir leid, Clive. Es bleibt doch nichts verschont. Und was nun? Wir suchen weiter. Es muss doch noch andere Wiesen geben, wo Schneeastern zu finden sind. Vielleicht, aber... Das ist der einzige Ort, den ich kenne. Kanter, meine ich. Und wenn wir jemanden zu Rate ziehen, der sich auskennt? Im Versteck, meinst du? Versuchen wir's. Vielleicht weiß einer von den Gärtnern, wo noch Schneeastern wachsen. Man kann über sie sagen, was man will.
führt denn dich zu uns runter, Sid? Ich habe eine Frage. Joshua und ich suchen einen Ort, wo Schneeastern wachsen. Je mehr, desto besser. Schneeastern? Die wachsen gerne bei gemäßigten Temperaturen. Da, wo der Wind ihre Samen gut verteilt. Auf der Mennhöhe zum Beispiel gibt es sicher welche. Ah, oder in der Kaiseraue. Das Klima dort ist genau richtig. Es sei denn, die Fäule hat es ruiniert. Verstehe. Danke. Und? Hast du etwas herausfinden können? Die Gärtnerin hier rät uns zur Kaiseraue in Sanbreck. Ah, die Felder hinter Nordstedt. In dem Fall lag Jote wohl richtig. Mir ist eingefallen, dass sie ein Reisetagebuch führt. Ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht Notizen zu Schneeastern hat, und da hat sie die Olfeischt bei erwähnt. Deren Küsten an die Aue grenzen. Dann mal los. Wie kann ich der Garnison heute dienlich sein? Die Garnison hat alle Wachen entlang der Mauer abgeschafft. Jetzt können Männer, Frauen und Träger hier durch, wie es ihnen gefällt. Diese Dinger kämpfen nicht wie Menschen. Wo fangen wir bloß an? Die Aue ist riesig. Jota hat die Küste erwähnt. Vielleicht da.
Langsam gehen die mir auf die Nerven. Das ist Torgal. Ich hoffe sehr, dass das der letzte ist. Das wird sich wohl gleich zeigen. Jetzt, Torgal! Das war mehr Arbeit als gedacht. Aber sieh nur, es hat sich gelohnt. Wunderschön. Meinst du, Jill freut sich?
Ganz sicher. Komm, gehen wir. Das wäre also geschafft. Den Rest überlasse ich einfach dir. Dir und dem Wetter. Auf dass ihr diesmal von Gewittern verschont bleibt. Die Zeiten sind hart. Deck dich. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Ja. Ich will dir etwas zeigen. Ach ja? Was könnte das wohl sein? Das siehst du dann. Wie wär's mit einem Ausflug? Komm mit, es geht nach Orifla. Es sind so viele. Das wolltest du mir also zeigen? Mir fehlen die Worte. Du musst auch nichts sagen. Dein Lächeln reicht mir. Wir haben uns Sorgen gemacht, Joshua und ich. Weißt du noch, der Ausflug auf die Mannhöhe? Oder der Versuch? Ja, das weiß ich noch. Du hattest mich weinen sehen und wolltest mich mit den Blumen wohl aufmuntern. Eingebracht hat es mir nur eine dicke Erkältung und eine Standpauke von deiner Mutter. Trotzdem war ich glücklicher denn je. Tut mir leid. An dem Tag lief nichts wie geplant, aber ich konnte dich nicht weinen sehen. Vor dem Ausritt hatte eine Kammerzofe belauscht, wie sich deine Mutter zu Hofe über mich ausgelassen hatte. Über mein Heiratspotenzial. Darüber, ob es profitabler wäre, mich in eines der hohen Häuser einzuheiraten oder mich für die herzogliche Linie aufzusparen. Nach meiner Meinung wurde nicht gefragt. Ich war ihnen egal. Eine Schachfigur. Ich fühlte mich einfach so allein. Aber ich war nicht allein. Ich hatte dich. Deine Hand in meiner, als wir in den Wald rannten. Und da wusste ich, egal was auch passiert, es wird alles gut. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Wusstest du übrigens, dass ich am nächsten Morgen doch auf dem Hügel war? Nein, wirklich? Ich habe mich heimlich davongeschlichen und bin einfach los.
Und oben war da dieses Meer aus Blüten, die zur Sonne aufblickten. Und mir wurde klar, dass die Sonne immer für sie da ist. Egal wie schwarz die Nacht war. Dass du immer da bist. Für mich. Und es immer warst. Immer und immer wieder. Wo siehst du uns, wenn das hier vorbei ist? Ich weiß nicht. Sicher nicht hier. Ich habe genug von Valistia. Nach allem, was wir erlebt haben, kommt mir hier alles so klein vor. Und ich brauche Freiraum. Einen Neuanfang. Dann soll es so sein. Ich werde alles dafür tun, dass du ihn bekommst. Flechten konnte ich nie gut, aber für mich ist das nicht schlecht. Für mich ist das ein Schatz. Danke, Clive. Für das hier. Die Blumen. Für alles. Das war genau das, was ich brauchte. Du bist mein Schatz. Wir sollten wohl langsam zurück. Sonst werden wir noch vermisst. Stimmt. Es gibt noch viel zu tun. Gehen wir es zusammen an.